Liebe Fußballfans, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Red Bull Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Die Stimmung hier ist eindrucksvoll. Das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Xavi Simons. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Xaver Schlager steht mit Amadou Haidara im Mittelfeld. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. So gehen sie heute in dieses Spiel. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Henrichs. Guter Vorstoß, kann was werden. Openda. Da ist er da und hat die Flanke. Haraslin. Kuchta. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und da treffen sie das erste Tor heute. Leipzig ist hinten, weiter geht's. Schlager. Simons. Xavi Simons. Am Ball jetzt Schlager. Openda. Das ist Schlager. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Angriff läuft. Machen sie erstmal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Ja, ja. Geht mit Freistoß weiter. Ball kommt rein. Fängt diese Flanke ab. Benjamin Šeško. Openda. Vielversprechender Vorstoß. Gleich ist Pause in diesem Spiel, in dem die Gäste hier im Moment knapp vorne liegen. Es ist ein enges Spiel, ein Tor Führung, alles noch drin, aber man merkt schon, sie haben hier leichte Vorteile und ich bin gespannt. Der ist drin, RB Leipzig macht hier den Ausgleich. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Eine Minute gibt's obendrauf. Castello Luqueba. Die erste Hälfte ist vorbei. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Das sind ungewohnte Schwächen, die er hier zeigt. Und so kann er seiner Mannschaft natürlich nicht helfen. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Und jetzt ein Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Simons. David Raum. Am Ball jetzt Xavi Simons. Vielleicht die Führung jetzt. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Stark gearbeitet.
Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Er kann sie in Führung bringen. Das ist der Treffer. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Kuchta. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gehalten, ganz stark. Dani Olmo. Xavi Simons. David Raum. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Super Tor! Er macht das Ding mit einem Flugkopfball. Heißt es also jetzt. Kuchta. Lachi. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Regulär ist noch ein... Ist das das Tor? Ganz spannende Szene. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Jean. Vier-eins jetzt also. Kuchta. Gute Aktion jetzt. Da ist die Chance. Da passt er auf. Ball geklärt. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Simons. Das ist Xavi Simons. Kuchta. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Die Chance. Und er hat den Ball. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Schon erstaunlich, dass sie hier so untergehen. Damit hätte ich in der Form nie gerechnet. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel.